Gesellschaft sind Melkmaschinen. Menschen lassen sich wie Milchkühe in stumpfer Abhängigkeit halten. Das ist möglich, weil es gelungen ist, die Fantasie der Menschen zu beherrschen. Es ist gelungen, weil eine fortschreitende Mineralienarmut sie von ihren Talenten, Kraft, Klarheit und Energie trennt. Zitat Ende. Eine soziologische, gesellschaftspolitische Analyse und Aussage, deren Fundament und Basis unsere Ernährung und unsere Biologie und die Medizin ist. Ein spannender Zusammenhang, dem wir im folgenden Gespräch nachgehen wollen. Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen. Lieber Uli, starker Tobak, sage ich erstmal, ist es aber natürlich nicht, sondern etwas, was in der Tat, wo es in der Tat einen Zusammenhang gibt. Du als Arzt, jemand, der nicht von der politischen, nicht von der soziologischen Seite kommt, kommt zu dieser Conclusio aus welchem Grund? Ja, ich komme noch nicht mal als Chemiker und Physiker darauf, sonst würde das Thema vermutlich sehr schwer werden. Also wir werden uns jetzt ganz sicher nicht in das Periodensystem der Elemente vertiefen, sondern das Ganze im großen Bild betrachten, um zu verstehen, wieso Mineralien zu einem solchen Ergebnis führen können und wieso sie etwas mit Kommunikationsstörung zu tun haben. Und es ist so, wie du sagst, ich bin letztendlich als Mediziner gestartet, habe dann nach etlichen Jahren Studium, Ausbildung, Arbeit innerhalb der Schulmedizin festgestellt, dass eine Fülle von wesentlichen Details fehlt. Willkommen im Club. Und dass ich die etwa 9 Jahre, ja, 8, 9 Jahre Ausbildung ungefähr noch einmal in gleicher Zeit investieren musste, um den ganzen Käse wieder zu verlernen. Verlernen im Sinne von relativieren. Also es ist ja nicht grundsätzlich falsch, was man in der Schulmedizin macht. Es ist eine Dienstleistung für Menschen, die aufgrund ihrer Ängste diese Dienstleistung wollen. Das ist ja in Ordnung so. Nur schöne, herrliche Definition. Entschuldigung, aber einfach, man muss das mal wirken lassen. Ja, ich habe das mal in irgendeinem Artikel oder Buch als Jahrmarkt der Therapien bezeichnet. Mhm. Das ist so, du gehst hinein, oder ein Einkaufszentrum. Ja, du gehst hinein und hast bestimmte Bedürfnisse. Und die Bedürfnisse hast du, weil du bestimmte Sehnsüchte oder auch Ängste befriedigen willst. Also wenn du bestimmte Glaubenssätze der Schulmedizin teilst, also materialistische Glaubenssätze im völligen Missverständnis von dem, was Krankheit ist oder was Kommunikation ist, ja, das ist Kommunikation, Mineralien, eng miteinander verwoben, dann gehst du halt zum Schulmediziner und lässt deine Ängste befriedigen. Und dafür ist ein Preis zu zahlen. Der Preis ist in aller Regel der weitere Verlust der Gesundheit. Aber es gibt keinen Grund, der Schulmedizin einen Vorwurf zu machen. Aber ich bin halt irgendwann durch meine Lebensgeschichte, das lassen wir, damit wir auch wirklich das Thema Mineralien durchdringen können, beiseite, aus dieser schmalen Spur ausgestiegen und habe festgestellt, dass eine ganze Reihe Dinge zu ergänzen sind. In der Medizin, in der Psychologie, aber auch in der Ernährung. Und Ernährung und Mineralien sind zwei Dinge, die absolut nicht voneinander trennbar sind. Und dieser, ich finde den Einstieg, den du gewählt hast, wunderbar, weil er das große Bild zeigt, das gesellschaftliche Ergebnis. Ich möchte das noch ergänzen um einige weitere Beobachtungen. Es gibt schon seit vielen, vielen Jahren, also sicherlich seit weit über 100 Jahren, gesellschaftliche Bestrebungen, aus dieser Zwickmühle herauszukommen, nicht nur im medizinischen, sondern eben auch im soziologisch-gesellschaftlich-politischen Sinne. Rudolf Steiner ist ein bekanntes Beispiel dafür, aber das reicht auch durchaus noch weiter zurück. Also die Versuche, neue Geldsysteme zu schaffen, neues Wirtschaften, Petitionen zu zeichnen, zu klagen vor irgendwelchen Weltgerichtshöfen. Alles das hat erkennbar niemals zu irgendetwas geführt. Und um es höflich zu sagen, wenn ich an, Marxismus oder Faschismus-Theorien und Praxis denke, kommt auch noch dazu. Dann ja, hast du ja oft katastrophale Ergebnisse. Ja, es war immer alter Wein in neuen Schläuchen. Ja, letztlich, und genau. Und
Was sich dahinter verbirgt, ist etwas, was an sich nur die Psychologie erklären kann, wenn sie das Bild weit genug fasst. Insofern erklären kann, dass hier eine Reihe von Missverständnissen vorliegen, die zum Beispiel darin bestehen, dass wir zwischen Innen und Außen trennen. Dass wir da draußen die Welt verbessern wollen, wir wollen ein neues Geldsystem schaffen, wir wollen ein neues politisches System schaffen, verstehen aber nicht, dass das bestehende System nur deswegen entstehen konnte, weil ganz bestimmte Ängste, Probleme, Sorgen, Nöte, Gefühle, ausgelöst durch missverständliche Gedanken oder missverstehende Gedanken, dazu führten, dass wir in einer bestimmten Weise gehandelt haben oder eben, was die Masse in aller Regel tut, nicht handeln. Also die Welt, in der wir leben, ist das Ergebnis einer Gedanken-, Gefühls-, Ängste-, Sorgenkette, die wir dann als äußeres Ergebnis erfahren. Und die Aufklärung mit einschließt? Ja. Das ist ja auch wichtig oder bei der Analyse bemerkenswert, dass es die Theoretiker, Aufklärer, Karl Marx, du hast Steiner angesprochen, also wird es völlig wertneutral, egal wen man da nehmen will, dass das alles diese Menschen mit umschließt, also dieses Missverstehen mit einschließt. Es ist ja immer am Ergebnis zu erkennen. Mhm. Irgendjemand hat doch mal gesagt, an ihren Taten werdet ihr sie erkennen, so etwas. Das ist das, ich weiß nicht, wer es war, aber es ist generell tatsächlich so zu verstehen, wenn einem klar ist, dass es immer innere Antriebe sind und die resultieren sehr oft aus Missverständnissen, aus Kommunikationsstörungen, die, Klammer auf, mit Mineralien ganz zentral verbunden sind, Klammer zu. Und diese Missverständnisse führen dazu, dass man eben immer da draußen alles verändern will und nichts passiert. Das Problem liegt also da drinnen. Ist das mal anders gewesen? Also ist das ein Befund, den du hier formulierst, der quasi für die Menschheitsgeschichte gilt? Oder ist das einer, der sich auch mit den ganzen schlimmen Auswirkungen, wenn ich an Französische Revolution und die Blutbäder, in dem der Aufbruch der Aufklärung der Vernunft endet mit der Guillotine. Mhm. Also all solche Sachen, dass das so der Punkt ist, wo es dann irgendwann mal richtig an Fahrt zugenommen hat. Gab es mal andere Phasen? Also sofern die Geschichtsschreibung stimmt. Okay. Gut, ja, also sagen wir mal, das, was als Geschichtsschreibung behauptet wird und als Geschichtsbefund über die letzten 3.000 bis 4.000 Jahre, dann hat das einen folgerichtigen Abwärtstrend, einen Strudel, der sich immer weiter beschleunigt und in dem wir nach wie vor drinstecken, auch wenn es viele gibt, die irgendetwas vom Wassermann-Zeitalter säuseln. Ich sehe das in der ganz klaren, nüchternen psychologischen Realität überhaupt nicht. Ich habe mich vor 8, 9 Jahren mal herangesetzt und habe ein psychologisches Geschichtsbuch der Menschheitsgeschichte geschrieben. Es ist eine etwas dickere Schwarte geworden, aber also auf 800 Seiten verkürzt. Aber mir ging es darum, weil das war für mich auch wichtig für meine tägliche Arbeit mit Menschen, dass ich eine Klarheit darüber bekomme, wo wir tatsächlich heute stehen und dass ich auch nicht immer alles wiederholen muss. Und alles, was ich dort gefunden habe, von den angeblichen Hochkulturen des Mittleren Ostens, Nahen Ostens, bis zum heutigen Zeitpunkt, hat an sich psychologisch eine absolut klare, durchgehende Linie. Und das ist ein ständiger, weiterer Verlust des Kontaktes zur inneren und zur äußeren Natur. Das heißt, der Mensch ist immer verlorener geworden und hat sich dadurch immer tiefer in Ängste und in Sorgen und Nöte verstrickt, die auf der anderen Seite zu einem immer größeren Kontrollzwang führten. Und da müssen wir jetzt nicht lange schauen, um nachzuvollziehen oder die Beweise dafür zu finden, im Grunde genommen ja in jeder Straßenecke, dass der Kontrollwahn völlig entgleist ist. Ist das ein Verlust auch an Spiritualität? Das ist... Wenn wir es jetzt mal nach Bewegungsrichtungen einordnen, ist das sozusagen die 180-Grad-Kehrtwendung weg von der Spiritualität. Das ist der völlige Verlust in einer materialistischen Einsamkeit. Die gleiche materialistische Einsamkeit, dieselbe materialistische Einsamkeit, die letztendlich auch die Schulmedizin prägt.
und in einer abgeschwächten Form auch die gesamte Naturheilkunde. Mhm. In beiden großen Bereichen, die sich ja auch gerne gegenseitig bekämpfen und niederknüppeln, in beiden Bereichen herrschen kolossale Missverständnisse über das, was Krankheit beispielsweise ist. Und wenn ich nicht weiß, was Krankheit ist, wenn ich Krankheit nicht als eine simple Signalfunktion verstehe und mich dann sinnvoll entsprechend verhalte, dann bekämpfe ich sie, dann ist sie etwas Schlechtes. Und sie muss ja immer möglichst schnell überwunden werden, das ist alles lästig. Natürlich ist Schmerz lästig, Leid ist lästig, Krankheit macht, auch wenn man sie nicht versteht, Angst. Und dann geht man halt entweder zum Schulmediziner oder man geht zu einem Naturheilkundler. Beide, so unterschiedlich die Vorgehensweisen sein mögen und so viel sanfter und auch durchaus weiter im Weltbild der Naturheilkundler ist, die Definition im Kern, die den Handlungsantrieb liefert, ist, dass Krankheit etwas Schlechtes ist und möglichst schnell weggemacht werden muss. Und zwar von jemand anderem. Selbstverständlich von jemand anderem. Das kommt nämlich noch dazu. Ja, denn das ist dann auch wieder das, was du eingangs als Zitat für die Gesellschaft in den Raum gestellt hast, beziehungsweise ich halt wagemutig niedergeschrieben habe, ist ja das, was im Leben jedes Einzelnen genauso abläuft. Ja? Diese Frage habe ich oft gehört, wieso werde ausgerechnet ich krank? Wieso bekomme ausgerechnet ich Krebs? Das heißt, es wird darüber philosophiert und nachgedacht, welches Schwermetall war das und welche Mikrowellenstrahlung und bin ich jetzt in der Kreuzung zwischen C- und D-Netz krank geworden oder lag ich im Currynetz auf irgendeiner Kreuzung oder Wasserader oder sonst irgendetwas. Es ist dasselbe in klein. Die Lösung liegt aber immer da drin. Denn es führt letztendlich ja jede Handlung, selbst die Wahl meines Schlafplatzes, genauso wie die Wahl, illusionäre Wahl irgendeiner Partei in der Hoffnung, dass die etwas für mich und mein Leben tun werden, führt ja dazu, dass ich, also das entsteht letztendlich daraus, dass ich selber nicht verstanden habe, dass ich das Problem bin. Ich hatte mal einen Freund, der in Militärzeiten, der sagte immer so nett, ich habe keine Probleme, ich bin das Problem. Das meinte er ein bisschen flapsig, aber in der Sache trifft das absolut den Kern. Wenn ich das Problem in mir selber nicht erkenne, nämlich diese Gedankenspiralen und Grübeleien, die in Sorgen, Ängsten, Nöten und dann in allen möglichen Vermeidungsstrategien resultieren, dann suche ich mir halt das Heil da draußen. Auch die Erklärung für meine Probleme da draußen. Ich muss ja auch nichts ändern, wenn ich das dann außen verlagere. Dann müssen andere das für mich tun. Die Analyse, dass wir... Ich würde zwar nicht sagen, vom Wassermann-Zeitalter säuseln, aber dass es zumindest eine deutliche Lücke gibt zwischen der Erwartungshaltung, was jetzt für eine Zeit eingetreten ist, und auch das gute Gefühl, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, was Menschen zurzeit antun. Du hast Kontrollzwang, wenn man mal... Großbritannien ist ein Freiluftgefängnis geworden, im Prinzip das ganze Land. Du hast da völlig recht in einer Entwicklung, wo wir steil nach unten gehen. Dieses Gap zwischen dem einen Befund und dem anderen ist nicht richtig gut aufgelöst. Jetzt hast du mehrmals auf das Thema Mineralien hingewiesen. Ist das nicht auch wieder die Suche im Außen? Oder warum ist das dann nicht die Suche im Außen? Es geht an sich gar nicht um die Suche innen und außen, sondern es geht darum, diese illusionäre Trennung zwischen innen und außen zu verstehen und zu erkennen, dass das, was in mir passiert, das in Anführungszeichen verursacht oder zur Folge hat oder parallel entstehen lässt, was da außen mein Leben, auch mein ganz persönliches Leben, menschliches, Person sollten wir aus rechtlichen Gründen in Zukunft nicht mehr verwenden, mein menschliches Lebensumfeld ausmacht, infolge meiner Gedanken, Sorgen, Ängste, Nöte, Sehnsüchte und Bedürfnisse. Ja. Und vielleicht noch ein Nachsatz zu dem säuselnden Wassermann-Zeitalter. Also ich sehe, dass wir in einer sehr chancenreichen Zeit leben. Ja. Denn je düsterer es wird, umso heller leuchtet auch eine kleine Kerze. Und das hat etwas mit der normalen, natürlichen, rhythmischen Bewegung zu tun, nach der sich alles bewegt, auch in uns. Unsere Nervenflüssigkeit pulsiert, unser Blut pulsiert, alles muss pulsieren, weil
Spannungsaufbau und Entladung letztendlich in Bewegung umsetzen können. Und ohne Bewegung gibt es kein Leben. Das sagt auch die Nulllinie im EKG. Mhm. Na, das heißt, es geht hier nicht darum, Gegensätze zu fixieren oder weiter zu verfolgen wie bisher, innen, außen, sondern darum zu verstehen, dass das eine mit dem anderen eng verwoben ist. Ja, wir sprechen, ein anderer fundamentaler Gegensatz, der genauso irreführend ist, ist dieses Philosophieren zwischen Diesseits und Jenseits. Jetzt leben wir hier auf dieser Erde und irgendwann kommt das Jenseits, der Himmel. Aber die korrekte Formulierung wäre jenseits unserer Sinne. Jenseits unserer Sinne respektiert die Tatsache, dass wir nur mit unseren Augen, Ohren, mit unseren Tasten, mit unserem Tastempfinden bestimmte Frequenzen wahrnehmen können. Aber die anderen sind ja auch da. Ja, auch hier im Raum schwirren alle möglichen Frequenzen herum, Radiofrequenzen, Mobilfunkfrequenzen, Millionen von Telefonaten und Geblubber und Gequatsche. Alles unsichtbar, unhörbar. Das ist ja alles da. Und da sind wir im Grunde genommen auf einem etwas ungewöhnlichen Weg hintenherum bei einer Aussage angelangt, die seit Jahrtausenden alle Mysterienschulen dieser Welt bewegt, nämlich alles ist eins. Das leugnet ja auch die Physik heute nicht mehr. Und das aber, also gerade weil du hast, ich wollte das gerade ansprechen, weil das ein Punkt ist, wo man vielleicht zur Ehrenrettung der Optimisten, sage ich das jetzt mal im Augenblick, die Veränderung in der Wertschätzung und Einschätzung der Bedeutung der Quantenphysik, das ist ja genau das, was du beschreibst, dieses alles ist eins, die Verantwortung, die ich selber übernehmen muss für mich und für mein Leben, Gesundheit aber auch für das Leben, all das ist ja wissenschaftlich unterfüttert durch die Quantenphysik und die hat an Akzeptanz zugenommen. Also da sind wir, da haben wir einen kleinen Schritt in die Richtung gemacht im Vergleich zu vor 30, 40, 50, 60 Jahren. Also das kann man, glaube ich, schon sagen. Also das ist gewiss so. Die Frage ist, ob alles das, was dort an Konzepten gehandelt wird, von kleinen, kleinsten und immer noch kleineren Teilchen, unbedingt sachdienlich ist. Denn wenn man das Ganze sehr nüchtern, sehr pragmatisch, alltagsorientiert betrachtet, kann ich im Alltag mit der Quantenphysik nichts machen. Wenn ich jetzt aber die Grundprinzipien, nach denen Mineralien Kommunikation ermöglichen, und zwar das Bindeglied sind zwischen Kommunikation innen und außen und damit praktisch zwischen meiner Individualität, auch meinen natürlichen Grenzen, ich muss begrenzt sein, sonst verliere ich mich. Das ist wie die Überladung eines Rechners mit zu viel Daten. Aber in einer bestimmten Größenordnung kann er die nicht mehr bewältigen und schaltet sich ab. Ja, und so ist das mit unseren Sinnesorganen ebenfalls. Nur wenn es andersherum so ist, dass kein Datentransfer mehr stattfindet, weil die Mineralienausstattung das nicht mehr gestattet, dann geht die Verbindung zwischen Innen und Außen, das Vertrauen, das Urvertrauen, das Gefühl dafür, dass meine innere Natur zutiefst mit der äußeren verwoben ist, verloren. Insofern geht es nicht, ist die Auseinandersetzung mit Mineralien in diesem großen Zusammenhang auf der Grundlage klar vollziehbarer, einfacher Naturgesetze, einfacher Phänomene, über die wir gleich auch noch sprechen sollten, zumindest mal bezogen auf Mineralien und ihre Auswirkungen, ist etwas, was diese scheinbare Trennung zwischen Innen und Außen überwindet. Zeigt, dass das eine und dasselbe Thema ist. Es führt ins Nichts, es führt zu keinem vernünftigen Handlungsmodell, was auch überprüfbar zu Erfolgen und Erfahrungen führt, wenn ich innen und außen trenne und sage, da draußen sind die Mineralien, die brauche ich in meiner Ernährung und innen ist irgendwas anderes. Was soll das innen dann sein? Und wie wäre das miteinander verbunden? Und die Rolle der Mineralien ist diesen Kommunikationstransfer zwischen beiden Sphären sicherzustellen und zu leisten. Ist das? Ja, und zwar in einer ganz einfachen, simplen, nachvollziehbaren Weise, was auch schon lange, lange Zeit bekannt ist, was in der griechischen, auch in der römischen Mythologie durchaus wiederzufinden ist, wenn auch als gewaltige Geschichte, Göttergeschichte, sehr stark, ich will nicht sagen verzerrt, aber irgendwie versteckt, verkleidet, dass man es so mit unserem nüchternen, modernen Denken nicht so ohne weiteres erfassen kann. Aber es steht selbst noch in den Chemiebüchern, die du dir dann allerdings aus dem Antiquariat heraus glauben musst. Anfang des 20. Jahrhunderts, ne? Ja, genau. Ja. Ja.
Ich lese, seitdem mir klar geworden ist, dass die Wissenschaft auch ebenfalls im freien Fall ist. Also Wissenschaft ist die Wissenschaft, die Wissen abschafft. Also das ist das, was heute die große Überschrift sein müsste. Also ich habe so in der Verfolgung der Wissenschaftsgeschichte der letzten 200-300 Jahre, und zwar in der Chemie, in der Physik, Psychologie, Medizin, durchweg dieselbe Beobachtung gemacht, dass es immer mehr einen Trend gab, schleichend und mit Beginn des 20. Jahrhunderts, mit rasanter Geschwindigkeit, dass einer nur noch vom anderen abschreibt. Dass überhaupt niemand mehr die Natur als Referenz herannimmt, so wie das früher Standard war. Wenn du dir alte Physik-Chemie-Bücher nimmst, legst sie auf, schaust rein, die ersten 20, 30 Seiten irgendeines noch so komplizierten Themas sind immer leicht verständlich. Selbst Tesla, Nikola Tesla, ist sicherlich allen, die sich mit Energie befassen, ein Begriff. Ich habe mal in seinen alten Vortragsmanuskripten gestöbert und mich auch etwas eingehender damit befasst, wie er zu seinen Erkenntnissen gekommen ist. Der hat sehr oft Bezug genommen auf das Wasser. Er hat das Wasser beobachtet. Schauberger genauso. Schauberger auch. Genau. Ja. Ja, und alles, was fließt, folgt immer ganz exakt denselben Naturgesetzmäßigkeiten, die dann durchaus auch zur Überprüfung natürlich anschließend, aber auf das Unsichtbare übertragen werden können. Wenn sich Wasser so bewegt, muss sich Strom als ebenfalls fließendes Phänomen ähnlich bewegen. So ist der Tesla zu seinen Erkenntnissen gekommen, ohne die diese moderne Welt nicht möglich wäre. So, und in derselben Analogie, in diesem analogen Denken, das ist das, was ich ja auch mit der Symplonik anleite und Schulen anregen, wiederbeleben möchte, habe ich ja jetzt nicht irgendetwas neu erfunden, sondern das ist vielleicht eine Wortkonstruktion, die für mich für die Wiederentdeckung des analogen Denkens steht. Schau in die Natur, erkenne die Gesetzmäßigkeiten, übertrage sie auf das Unsichtbare und wende sie im Alltag an. So, und das haben die früher gemacht, die Wissenschaftler, all die bekannten Größen, die wir in unseren Schulphysik- und Chemielehrbüchern finden. Und spätestens, das scheint ein Nebenkriegsziel gewesen zu sein, seit 1945 reißt das relativ schlagartig ab. Das Spannende an dieser Analyse ist ja auch, dass du ich sag mal, Wissenschaft nur richtig betreiben kannst, wenn du ergebnisoffen an die Sachen rangehst. Marx hat es im Hinblick auf die Geschichtsschreibung, den wundervollen Satz, die herrschende Geschichtsschreibung, die Geschichtsschreibung der Herrschenden. Du kannst das auf Wissenschaft ummünzen oder Medienberichterstattung. Der Satz passt immer. Und in dem Moment, wo ich nicht ergebnisoffen, wie du sagst, auch Natur beobachte, Phänomene beobachte, einfach mich von dem Gegenstand leiten lasse und ich nicht den Gegenstand leiten möchte, das ist etwas, was so eine typische Geschichte des 20. Jahrhunderts und auch des 21., in dem wir drinstecken, natürlich in noch viel krasserer Form, dass Wissenschaftler an die Dinge rangehen mit vorgefertigten Ergebnissen. Und das, insofern ist es spannend, dass du sagst, ich lese dann lieber ein Physikbuch aus Anfang des 20., aus was ich, was 1900, 1910. Aber besser noch 1800 oder 1700 irgendwas. Ja. Also was halt so gerade noch aufgrund der anderen, älteren Sprache verständlich ist. Weil die Interessensgesteuertheit trotz Kirche und trotz Dogmen der Aufklärung, das ist ja das Interessante. Trotz Kirche ist eine gute Sache, ja. Guter Einwurf. Du hast in dieses ganze Paket der inneren Verkastelung gehören ja Glaubenssätze, gehören ja Religionen, oder? Ja, absolut zentral, ja. Da ist man sofort. Wir sind in der Hinsicht sehr viel steinzeitlicher unterwegs, als wir alle ahnen. Also diese kirchlichen Glauben, das ist ja jetzt nicht unser Thema heute, aber diese kirchlichen Glaubenssätze, die über die Jahrhunderte in die Menschen hineingeprügelt und durch stumpfes Auswendiglernen praktisch in jede Zelle infiltriert wurden, die sind ja über die Generationen hinweg zu Automatismen geworden. Und wenn ich die nicht kenne, kann ich sie auch nicht auflösen. Und das ist eine meiner Beobachtungen hinsichtlich der gesamtgesellschaftlichen Katastrophe, dass den wenigsten heute in dieser vermeintlich so aufgeklärten Zeit klar ist, wie tief religiös, woraus ja viele Sorgen, Ängste und Nöte, die uns alltäglich steuern und bewegen, erst entstehen. Wie tief religiös geprägt
Und zwar nicht in einem positiv-religiösen Sinne, sondern in einem machtpolitisch-religiösen Sinne unser tägliches Leben gesteuert. Ja, das beherrsche die Fantasie der Menschen. Der Erste, der das definitiv wohl sehr erfolgreich umgesetzt hat, war Ignatius von Loyola. Ja, der wirkliche Erfolgsweg der Kirche mit dieser Jesuiten, der Gründer des Jesuitenordens. Der wirkliche Erfolgsweg der Kirche, zumindest mal zurückzuverfolgen bei die letzten, das war ja um 1500 plus minus, der begann erst mit den Jesuiten. Davor gab es bestimmt auch Erfolgsgeschichten, aber dann wird ja die Geschichtsschreibung auch immer diffuser und geschrieben hat sie ja sowieso die Kirche. Also insofern wenig zuverlässig, aber der Erfolgsweg der Jesuiten und die weltweite Missionierung, das heißt Indoktrination mit Glaubenssätzen, die hat seit dem Zeitpunkt über Jahrhunderte hinweg dazu geführt, dass die Menschen heute, auch diejenigen, die sich für aufgeklärt halten, in der Tiefe ein mittelalterliches Glaubensgefüge haben, was sie erschauern lassen würde, wenn sie es erkennen könnten. Ja. Wer das aufdeckt oder wer dort einen wichtigen Beitrag, das ist ein total spannendes Thema, leistet, ist ja das, was wir mit der Epigenetik inzwischen haben und kennen, dass diese Dinge quasi erbgutmäßig über Jahrhunderte verankert sind. Und auch, wie du sagst, ich mich heute hinstellen soll, mit Scheiterhäufen und solchen Dingen habe ich nun wahrlich nichts zu tun. Wir sehen es an der Struktur des CO2-Themas, wie die ganzen Ablasshandel, der Sünder, derjenige, der Ketzer, also die ganzen Mechanismen des finstersten christlichen Mittelalters in diesen Fragen haben wir wieder fröhliche Urstände. Also das ist das Abziehbild und insofern funktioniert das. Ja. Weil es eben genetisch so reingedonnert wurde. Ja, wobei ich jetzt da sehr zurückhaltend bin. Also Epigenetik, was da jetzt genau gefunden wurde, weiß ich gar nicht. Habe ich mich nie mit befasst. Den Begriff habe ich irgendwo mal gehört. Mich interessiert immer der leichteste und schnellste Weg, das aufzudecken und dann auch etwas damit zu tun. Ja. Also so, dass es das tägliche Leben tatsächlich verändert. Das ist jetzt überhaupt nicht schwer. Dafür muss man sich jetzt nach meiner Erfahrung auch nicht unbedingt mit Epigenetik befassen. Das ist in 2-3 Tagen geschehen. Nach 2-3 Tagen liegen all die Dinge auf dem Tisch. Die Vorgehensweise ist prinzipiell einfach, aber auch nicht unser Thema heute. Gut, aber unser Thema sind Mineralien und die Bedeutung. Und wenn du vielleicht erstmal da von diesem Transmissionseffekt, diesem Verbindungseffekt innen, außen, aus der medizinischen Sicht, was tun die in unserem Körper, was tun die mit uns und was ist dann daraus resultierend die große Bedeutung? Ja. Also wir haben zwei große Bereiche. Das eine ist das, was wir als Gemüt bezeichnen, unsere Gedanken- und Gefühlswelt, unser Wesen. Und das andere ist das, was unter der Überschrift Biochemie in unserem Organismus als Stoffwechsel abläuft. Lass uns das an einem einfachen Beispiel analogen Denkens entwickeln, jetzt zunächst mal für den Körper. Es gab mal vor 200, 300 Jahren, zwischen 1750 und 1800, einen Forscher, der hieß Chladni. Und diese sogenannten chladnischen Klangfiguren finden sich ja auch in so manchem Physikbuch. Prinzip ist sehr einfach. Nimmst beispielsweise eine Metallplatte, streust feinen Sand da drauf und spielst mit einem Violinbogen eine bestimmte Oktave. Und wie von Zauberhand beginnt sich dieser Sand zu ordnen und erzeugt ein perfektes geometrisches Muster. Wenn du die Oktave wechselst, also die Frequenz verdoppelst oder halbierst, löst sich diese Struktur wieder auf und ordnet sich neu. Das Erste, was ich daraus lernen kann, ist, in der Natur gehen Entwicklungsvorgänge immer nach demselben Prinzip vor sich. Ordnung entsteht aus dem scheinbaren Chaos, aus dem Nichts, löst sich mit dem Übergang auf eine höhere oder niedrigere Entwicklungsstufe auf und ordnet sich wieder neu. Alexander Lauterwasser hat das aufgegriffen in neuerer Zeit und hat das mit Wasserklangbildern gemacht. Wunderschöne Bilder, die anschaulich zeigen, dass Schwingung eine Form erzeugt. Und je nachdem, wie er dreht an dem Radio oder an dem Lautsprecher, die Dinge sich fantastisch ändern ganz neue Bilder entstehen. Ja. Exakt. Also Schwingung erzeugt eine Form.
Schwingung informiert etwas. Schwingung bringt etwas in Form. Also ich kann durchaus sagen, nach dieser Beobachtung, Schwingung ist ein Synonym, ein entsprechendes, ungefähr wortgleich, also inhaltlich wortgleiches, vergleichbares Wort wie Information. Schwingung gleich Information. So, wenn jetzt die Schwingung endet, erlischt die Form. Außer es wären Mineralien im Spiel. Mineralien geben der Schwingung Struktur und Form. Auf Dauer? Auf Dauer. Auf Dauer. Wenn deine Information, also deine Schwingung, das Schwingungsfeld, was du als geistiges Wesen bist, was sich jetzt in diesem Körper aufhält und bewegt, eingeengt in der Wahrnehmung, dadurch, dass du auf deine Sinnesorgane beschränkt bist und nur einen kleinen Teil dieses unendlich großen Ganzen wahrnehmen kannst. Muss so sein, sonst könntest du dich nicht als Mensch hier erleben. Würdest du alles wahrnehmen, dann wärst du verschmolzen mit dem einen, aber du könntest nicht leidvoll und intensiv diese Identität als Michael gerade erleben. Ja. So, wenn du jetzt dich von deinem Körper trennst, das habe ich hoffentlich nett genug gesagt. Ja, also wenn du deinen letzten Atemzug tätest, ist dein Körper immer noch da. Er ist noch da, obwohl die informierende Schwingung, die ihn gestaltet hat, sich davon getrennt hat. Ja. Das, was noch da ist, ist die Struktur, die durch Mineralien- und Kohlenwasserstoffverbindungen vorgegeben ist, die sich dann in der Folge langsam auflöst. Je mineraliengesättigter dein Organismus ist, es gibt Versuche, die wurden schon vor fast 200 Jahren mit Bienenvölkern gemacht, die mineralienoptimiert ernährt wurden und nicht wie heute auf der schmalen Spur mit Zuckerwasser über den Winter gefüttert werden, weil der Imker sich vorher die zig Kilo Honig unter den Nagel gerissen hat und sich dann wundert, warum die Bienen sterben. Das ist einer von vielen Gründen sicherlich. Mhm. Diese mineraliengesättigten Bienen, die verrotten auf ewige Zeit nicht nach ihrem Ableben. Es gab das Phänomen, bleiben in der Struktur? Die bleiben in ihrer Struktur ewig lang erhalten. Es gab schon in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts das Phänomen des sogenannten Lagergetreides. Ja, zu den Zeiten von Justus von Liebig, 1870 plus minus, war das Problem der Mineralienverarmung in den Ernteergebnissen schon ein Riesenthema. Das ging ja schon damals weltweit durch die Presse, weil die Ernteergebnisse im freien Fall waren. Man hatte ja damals schon über Jahrzehnte vorher mit Stallmistdüngung versucht, diese ständig schlechter werdenden Ernten irgendwie auszugleichen. Nur eben nicht mit Mineralien, sondern mit Stickstoffverbindungen. Stallmistdüngung bedeutet in erster Linie Stickstoffverbindungen zuzuführen. Ja. Du hast dann Pflanzen, die prächtig wachsen. Das ist der Mist, den du heute auch hier im Supermarkt kaufen kannst. Justus von Liebig hat das dramatisiert dadurch, dass er dann wasserlösliche Mineralstoffdünger auf der Basis von ganz wenigen Mineralienverbindungen, die in erster Linie Phosphor, Kalium und ein paar andere Dinge enthalten, praktisch auf eine noch problematischere Spur gesetzt hat. Und in der Folge hast du dann prächtige Pflanzen, tolle Ernteergebnisse, wenn du ausreichend Chemikalien einsetzt, aber der leiseste Windhauch lässt die umknicken. Und wenn du einen Bio-Apfel in die Hand nimmst oder einen normalen Supermarktapfel, wirst du das mindestens sofort am Gewicht fühlen. Und dieses Gewicht kommt von Mineralien. Gab es damals eine Erklärung, warum die Wertigkeit an Mineralien bei der Ernte zum damaligen Zeitpunkt schon so nach unten gegangen ist? Also Erklärung hat man damals nicht gefunden. Erklärung hat man auch in der modernen Agrarchemie noch nicht gefunden. Es gibt diese Begründungen, über die könnten wir uns jetzt auch unterhalten, bloß dann kommen wir mit der Stunde heute für Mineralien nicht mehr hin. Also es gibt sie. Es gibt sie und es gibt auch Wege, da herauszukommen. Okay, das ist ja auch wichtig, dass man sagt, es gibt Lösungen bei dem Thema und die Lösung ist nicht, noch mehr Chemie drauf zu knallen. Ganz gewiss nicht, denn die Problematik ist, dass du diese Schlüsselstelle, diesen Engpass, dieser ganzen Bandbreite an Mineralien, die ein Organismus zum Leben braucht, die Pflanze genauso wie der Mensch,
dass diese Mineralien in ausreichender Menge zur Verfügung stehen. Alles andere sind Kohlenwasserstoffverbindungen, das heißt Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff. Du kannst dir die, wenn du dir die chemischen Verbindungen anschaust, nur ohne sie verstehen zu wollen, nur um mal optisch diesen Eindruck zu gewinnen. Schaust dir Eiweiße an, schaust dir Kohlenhydrate an, schaust dir Fette an. Das sieht alles gleich aus. Das sind immer in den Chemiekürzeln COH-Verbindungen. Also es reicht schon völlig als Laie nur, um diesen Eindruck zu gewinnen, dass immer in der Masse aus einigen wenigen Elementen besteht, die du sogar einatmest in Mengen. Also für die du, da kannst du selbst in irgendeinem Discounter einkaufen gehen oder gehst in irgendeinem Fastfood-Restaurant essen, Kohlenwasserstoffverbindung kriegst du immer in reichlichen Mengen, aber du kriegst niemals ausreichend Mineralien. Und dieses Phänomen des Lagergetreides, des üppig dastehenden, grünen und ansprechenden, was beim leisesten Windhauch umknickt, trifft analog auf den Menschen genauso zu. Also die Mineralien geben, um darauf zurückzukommen, der Schwingung die Struktur und den Halt. Das heißt, unsere organische Form, auch unsere idealen Körperproportionen und Funktionsweise hängen hinsichtlich Struktur in erster Linie mal mit Mineralien zusammen. Alles als Engpassproblem vor allen Dingen, denn alles andere ist in Hülle und Fülle da. Und wenn man die Lebensweise von kleinen Kindern heutzutage betrachtet, die ja nun rasant schnell wachsen, und du betrachtest mal die ersten, sagen wir mal, 10 Jahre in einer durchschnittlichen Familie, in der auf Ernährung überhaupt kein Wert gelegt wird, auch keine Kenntnis, keine Sensibilität dafür da ist, werden diese Kinder trotzdem größer, sie wachsen heran, haben dafür, dass sie fast keine Mineralien zu sich nehmen, eine erstaunlich, bis dahin zumindest, erstaunlich stabile Wachstumskurve. Das ist möglich, weil die Masse in erster Linie mal Kohlenwasserstoffverbindungen sind. Die Verarmung zeigt sich halt dann erst, das ist das große Thema der Volksgesundheit, siehe Krankheitsartenstatistik des Deutschen Statistischen Bundesamtes. Das ist die Erfolgsbilanz der Medizin, die studiere ich immer wieder mal, schon seit vielen, vielen Jahren. Und es ist auch seit Jahrzehnten durchweg dasselbe Bild. Jedes Jahr mehr Kranke, jedes Jahr mehr Krankheiten, jedes Jahr sinkt das Krankheitsalter immer weiter ab. Das heißt, aber heute, jedes Jahr mehr Umsätze. Ja, das ist selbstverständlich. Ja. Es ist ja die Industrie überhaupt. Ja, Militärindustrie, also diese durchaus berechtigte Angst vor dem militärisch-industriellen Komplex, wie das oft angesprochen wird, die ist verständlich und auch sicherlich korrekt. Aber das ist ein Zwerg gegen das, was in der Medizin läuft. Ja. Ja, und das komplette Scheitern des Systems auf der ganzen Linie kannst du in den Statistiken sehen. Das System veröffentlicht ja sogar seine eigenen Statistiken. Also man kann ja nicht sagen, dass irgendwas verheimlicht wird. Aber da sind auch... Und dass es eine Verschwörung sei. Oder auch das kannst du auch nicht behaupten. Also du siehst die Zahlen. Ja. Genau, genau. Und das schließt allerdings auch natürlich die ganze Bandbreite von hunderten verschiedener naturheilkundlicher Therapien und psychotherapeutische Ansätze mit ein. Denn wenn die funktionieren würden, dann hätte das Auswirkungen auf die Statistik. Aber es ist ja alles nicht der Fall. Und dann sind wir jetzt mal außen vor lassen, ob es gewünscht ist, dass es der Fall wäre. Nein, natürlich nicht. Denn brauchen wir doch nicht außen vor lassen. Okay, Michael. Okay. Denn wenn du sagst, wir haben an sich genügend Mineralien, dann ist das ja nicht das Problem eines Engpasses, wo man sagt, naja gut, das sind dann quasi humanide Kollateralschäden, dass eben ein 2/3 der Weltbevölkerung immer kränker und kränker wird oder 4/5 oder wie auch immer, sondern wenn das alles da ist, geht es ja offensichtlich darum, dass es nicht zur Verfügung gestellt wird. Genau, so ist es. Und die Lösung ist auch denkbar einfach, auch ohne dass wir das jetzt vertiefen, nur als Stichwort, wir müssen lernen, Steine aufzuschließen. Die Pflanze macht das und der Mensch kann es auch. Die Frage ist, in welcher Form man es tut und in welcher Kombination man Steine braucht. Auch diese Marketing-Diskussion zwischen organischen und anorganischen Mineralien geht völlig an der Realität vorbei. Wenn du denjenigen fragst, der behauptet, organische Mineralien durch Pflanze verstoffwechselt in bestimmten chemischen Verbindungen, nur das wäre durch den Menschen verwendbar, verwertbar, er kann dir keine Beweise liefern. Er kann dir auch nicht die Herleitung aus der Natur liefern. Ich bin in der Hinsicht zum absoluten Puristen geworden, nach diesem Graben und Wühlen in Antiquariaten.
weil es immer ableitbar ist aus der Natur. Und wenn jemand keine Naturwahrnehmung vorweisen kann, aus der er das ableitet, was er behauptet, dann kannst du es schon mal gleich in die Ecke stellen oder filterst dir vielleicht das, was vielleicht eventuell an interessanten Details, wichtigen, korrekten Details enthalten ist, heraus. Also diese Differenzierung anorganisch-organisch, hältst du für künstlich oder für unsinnig? Wofür ich das halte, ist völlig belanglos. Nee, okay, gut. Du weißt, was ich meine. Ja, ja, aber Meinungen führen zu nichts. Ich weiß, Meinungen führen zu Diskussionen. Ja, es ist dann letztendlich natürlich durch den eigenen Versuch, entweder im Chemielabor oder an sich selber zu überprüfen, ob das tatsächlich so ist. So. Man kann Gesteinsmehle essen und hat erstaunlicherweise exzellente Auswirkungen auf die Gesundheit. Wäre nicht möglich, wenn das nur mit organischen Mineralien, das heißt auf Pflanzenbasis, geschehen würde. Hm. So. Das ist jetzt mal in aller Kürze, so direkt von Start zum Ziel, die persönliche Beobachtung, Erfahrung, die man leicht nachvollziehen kann. Man kann es aber auch Schritt für Schritt herleiten. Der Mineralienlieferant wären dann, also weil du sagst, wir müssen anfangen über Steine, das klingt jetzt erstmal etwas überraschend, aber da läge die Lieferantenmöglichkeit und dann wird auch natürlich die Aussage klar, dass das in Hülle und Fülle vorhanden ist. Ja, also es ist, du kannst es aus Steinen gewinnen, das ist natürlich am umweltverträglichsten. Mhm. Du kannst es aus Pflanzen gewinnen, dafür musst du aber in großen Mengen die Pflanzen erzeugen. Auf gesunden Böden, sprich mineralienreichen Böden, oder du kriegst es übers Wasser. Es gibt natürlich auch wasserlösliche Mineralien, nur wasserlösliche Mineralien verträgst du nur in sehr begrenzten Mengen, weil die sofort zur Verfügung stehen. Ja, wir sind von unserer Biochemie her letztendlich, oder anatomisch gesehen, sind wir laufende Pflanzen. Das ist etwas, was die moderne Biochemie nicht kennt. Das ist eine Sichtweise, wo dir jeder einen Vogel zeigen würde. Ja, die Pflanze hat ihre Verdauung ausgelagert. Die scheidet verschiedenste Säuren aus, um sich im Gestein gebundenen, nicht wasserlöslichen Mineralien wasserlöslich zu machen und sie dann anschließend in wasserlöslicher Form zuzuführen, aufzunehmen, über das Wurzelwerk. Mhm. Der Mensch hat eine innere Erde. Und die Darmzotten kannst du ohne weiteres in dieser Analogie als Wurzeln verstehen, die sich aus dem Verdauungsbrei das herausholen, was sie brauchen. Zu glauben, ist auch wieder nur ein Marketinggerede, dass man irgendwelche spezifischen Mineralienmischungen aufgrund einer Haarmineralanalyse zuführen könnte, dass man individuell optimierte Mischungen zuführen könnte, die dann aber auch genau die Zelle oder die Gewebe erreichen, die gerade gestört sind, ist eine Fiktion. Es ist mathematisch unsinnig, es ist biologisch unsinnig, es ist in keinster Weise technisch noch nicht einmal andenkbar zu überprüfen. Du kannst überhaupt nicht beobachten, was an der Zelle passiert. Es ist ja noch nicht mal bewiesen, dass wir aus Zellen bestehen. Gibt es denn dann, wenn man jetzt sagt, wir müssen nachdenken über eine vermehrte und optimale Mineralienzufuhr, ich sag mal, irgendwelche Wege, die man beschreiten soll, ist es egal welche, oder muss man, kann man sagen, ich brauche dann doch irgendein bestimmtes, ich sag mal, Sortiment. Wie ist da der Organismus, was auch dann Bioverfügbarkeit und so weiter betrifft, aufgestellt? Ja, ganz, ganz zentral wichtige Frage. Ich würde die gerne noch einen Augenblick zurückstellen und wir merken uns beide den Begriff der Bandbreite. Okay. Wenn ich ihn vergesse, sagst du es bitte. Eine tolle Hip-Hop-Gruppe. Okay. Vergesse ich nicht. Gut. Wir müssen diese analoge Kette noch ein Stückchen weiter verfolgen. Also die Schwingung gibt die Form und die Strukturgebung erfolgt durch die Mineralienverbindung mit diesen in Hülle und Fülle vorhandenen Kohlenwasserstoffverbindungen, die ich auch unter Umständen nur einatme. Es gibt ja nachweislich Menschen, die nichts essen müssen und manchmal sogar nichts trinken müssen. Und das über viele Jahre hinweg. Und selbst wenn ich das jetzt, ich persönlich finde das gar nicht so attraktiv, ich esse leidenschaftlich gerne, aber es zeigt halt, dass es möglich ist. Und es ist auch nachgewiesen, dass du den Stickstoff, den du einatmest, verwenden kannst. Also du brauchst nicht den Stickstoff weder der Pflanze noch des Tieres. Es gibt ganz andere Gründe, weswegen ich Pflanzen und Tiere essen muss. Das hängt mit meinen Glaubenssätzen zusammen.
Da geht es auch gar nicht um richtig und falsch. Das hat auch gar nichts mit weltanschaulich zu tun. Das ist eine reine Frage der Biochemie. So, also Struktur und Form ist ein Mineralienthema. Und jetzt kommt ein zweiter wesentlicher Aspekt hinzu. Das ist die Tatsache, dass Wasser leitet nicht. Wir bestehen aber im Wesentlichen aus Wasser. Und die Schwingung, siehe Lauterwasser, Wasser wird durch Schwingung in eine Struktur, in eine Form gebracht. Wir sind laufende Wassersäulen, die strukturiert sind, eine feste Form bekommen, eine greifbare Form bekommen durch Mineralien. Das lebt aber noch nicht. Damit es lebt, muss Information fließen können, also muss in einer ganz konkreten, realen Form, zum Beispiel als Nervenimpuls, als Nervenflüssigkeit, als Blutflüssigkeit weitertransportiert werden. Dafür brauche ich metallische Verbindungen. Also hier sind ebenfalls wieder Metalle im Spiel. Ich muss Metalle haben, wie zum Beispiel das Eisen im Blut, Eisen ist das ein wunderbares Beispiel, was alles andere im Körper analog an sich schon erklärt, alles andere, was fließt. Eisen erzeugt, das hat Faraday schon vor Jahrhunderten nachweisen können, erzeugt einen Induktionsstrom in den Nerven, die parallel zu den Blutgefäßen fließen. Das heißt, unsere Lebensenergie wird durch das Eisen erzeugt, was nur 4 Gramm etwa ausmacht, aber dadurch, dass es permanent fließt, und zwar pulsierend fließt, permanent Energie erzeugt in Form von Strom, Elektrizität, was unseren Körper am Leben erhält. Diese Elektrizität erlischt auch in dem Augenblick, wo du dich von deinem Körper trennst. Ja, und so gibt es dann für die Lebensäußerung wiederum einen bestimmten Bereich der Mineralien, die für die Lebensäußerung wichtig sind. Nicht nur Struktur und Form, das ist auch jeder Stein, oder auch der tote Organismus, der tote Körper. Das Leben wird durch metallische Verbindungen in den Organismus hineingebracht. Und das ist etwas, was die Griechischen sagen, die römischen Götter sagen, alle widerspiegeln, denn Eisen ist mit dem Planeten Mars verbunden. Ja. Ich habe in einem Chemiebuch von 1908, 10, 12, 13 oder so etwas tatsächlich eine Beschreibung zu dem Thema gefunden. Mit Hinweis darauf, dass das Eisen sein Atomgewicht, sein Valenzverhalten, also sein Bindungsverhalten gegenüber anderen Substanzen und auch sein Kristallisationsverhalten verändert, so wie sich der Planet Mars, der rote Planet, genauso rot wie unser Blut, in unserem Planetensystem bewegt. Da gibt es eine Korrelation. Es gibt eine Korrelation, die ganz real chemische Auswirkungen hat. Ja, ja. Und das ist für etliche Metalle nachgewiesen, die zentrale Funktionen in unserem Organismus haben. Jetzt geht das aber noch weiter und damit sind wir vom Körper praktisch sofort mit einem weiteren Satz in unserer Geistesverfassung, in unserem Gemüt. Mars ist in den Göttersagen der Kriegsplanet. Ja, ja, der Kriegsgott. Ja. Der Kriegsgott. Ja, und der Kriegsgott, das ist, also ich habe das oft gelesen, aber ich konnte nie etwas damit anfangen. Hätte mir jemand damals gesagt, Mars ist der Planet der Aggressivität, gleich Lebensenergie, dann hätte ich das sicherlich sehr viel früher begriffen. Eisen in unserem Körper zirkuliert im Blut. Das Blut ist rot. Es entsteht ein Induktionsstrom, der unsere Lebensenergie entfacht, gibt uns die Kraft, uns durchzusetzen, uns zu bewegen, aggressiv zu sein. Nicht Aggression, das ist etwas anderes. Mhm. Aggression ist die Folge unterdrückter Aggressivität. Ja, die hat schon klar. Ja, ja. Also im positiven Sinne. Sinne als Phänomen der Lebensenergie. Ja. Und wenn ich jetzt der Farbe Rot als Spur weiter folge, dann habe ich Rot bei der Wut. Ich werde ja sogar rot. Werde rot vor Wut. Rot aber auch bei der Liebe. Also du kannst diese ganze Kette des Rots verfolgen und du wirst immer die Verbindung zum Eisen, zum Mars, zur Lebensenergie finden. Und zur Emotion. Emotion generell. Ja, das ist das Erste, was die Menschen nennen, wenn die erste Farbe, die genannt wird, wenn du die Begriffe in den Raum stellst, wie Emotion, Liebe, Aggressivität, Wut. Angeblich ist das ja auch der Grund, weswegen beim Stierkampf das Ding rot ist, was zwar Blödsinn ist, aber zumindest ist das damit die Assoziation auch gleichzeitig wieder verbunden. Mhm. Ja. Ja. Also sind wir jetzt praktisch aus der Biochemie direkt ins Gemüt gesprungen und das ist beim Eisen extrem offensichtlich, beim Zink
ist es ähnlich eindrucksvoll, farblich nicht so sehr, aber Zink ist genauso wie Quecksilber dem Merkur zugeordnet. Merkur ist der Götterbote. In der modernen Biochemie sind etwa 300 Hormone identifiziert zum heutigen Zeitpunkt. Hormone enthalten in ihrer zentralen Funktionsgruppe immer Zink. Soweit ich weiß, immer Zink. Auf jeden Fall, nein, wir lassen es dabei, ich kenne nichts anderes. So, das heißt, du hast hier die Hormone als Botenstoffe, die im Körper tatsächlich die Botenfunktion übernehmen, Kommunikation ermöglichen. Das heißt, das veranschaulicht, oder gibt es schon zumindest eine Idee davon, dass Mineralien die Schaltstelle sind für Struktur und Struktur, Haltgebung, Formgebung und Funktion und gleichzeitig im Gemüt ganz bestimmte Fähigkeiten ermöglichen, nämlich die aggressive Durchsetzungsenergie, mein Revier zu verteidigen, überleben zu können, mit Zink kommunikatives Talent zu haben, mit mir selber in Kontakt zu sein, denn mein Körper funktioniert nur, wenn ich kommunizieren kann in mir. Biochemischer Stoffwechsel ist nichts anderes als Kommunikation und Energieumsetzung. Was dabei auch dann jetzt schlagartig deutlich wird, ist, wenn diese Dinge fehlen, ist Kommunikation, ist Emotion, sind all diese Bereiche in Verbindung auch zu dem Gehirn unterversorgt. Da bist du ja dann automatisch, ich sag mal, nicht nur in einer Abhängigkeit von irgendwelchen Glaubenssätzen, die dir vorgekaut werden, sondern du hast ja im Prinzip gar keine Chance, weil du auch vom Gehirn her mit diesen Dingen gar nicht mehr aktiv umgehen kannst, weil du einfach, ja, verblödest. Du verblödest, ganz genau. Nein, nicht du. Aber generell ist das die Konsequenz. Und vor der Verblödung, das Ganze, das Fatale ist, ist ein schleichender, langsamer Prozess. Jetzt würde ich daraus nicht gleich wieder eine Verschwörung machen, sondern eine Parallelität. Denn wenn ich mir die anschaue, die vermeintlich die Herrschenden sind, ja, die sogenannten herrschenden Familien, denen die Banken gehören, oder selbst wenn ich mir darüber die Hierarchieebene drüber, den Vatikan anschaue und alles, was dort in irgendeiner Weise in Kontakt tritt mit der Öffentlichkeit, also Menschen, dann sehe ich dort die gleichen gesundheitlichen Probleme, die gleiche eingeschränkte Geistesverfassung wie bei der Masse der Bevölkerung auch. Ja. Es ist ein schleichender Prozess, der offensichtlich alle betrifft. Und so wie man so schön sagt, der Fisch beginnt am Kopf zu stinken. Ist das sicherlich korrekt, wenn eine Gesellschaft sich als Führer diejenigen auswählt, die am stärksten geistesgestört sind? Da kann man doch nicht meckern. Das ist doch ein wunderbares Vorbild. Und hat aber gleichzeitig eine exzellente Chance. Denn wenn ich erkenne, was die da alles treiben, dann könnte ich, wenn ich auf die Idee komme, dass das Problem in mir liegt, anfangen, das Problem auch in mir zu identifizieren, meine Glaubenssätze zu erkennen, mein Mineraliendefizit zu erkennen und die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen, um aus dieser schleichenden Verblödung auszusteigen, die ja anfänglich nichts anderes ist als Energieverlust, zunehmende Konzentrationsstörungen, also alles das, was man als funktionelle Störungen bezeichnet. Vorzeitige Alterung, alles das sind Phänomene, die am Anfang stehen. Krankheit ist der organische Ausdruck, diese schleichende Verblödung ist die viel größere Gefahr. Die Krankheit ist deutlich erkennbar, da handelst du, selbst wenn vielleicht aufgrund von allen möglichen Missverständnissen nicht gleich lösungsweisend, aber du handelst in aller Regel. Besser etwas tun, um festzustellen, dass das nicht der korrekte Weg war, um sich dann zu korrigieren, als nichts zu tun. Aber wenn man diese schleichende geistige Entmineralisierung, Abkopplung, Vereinsamung mit immer mehr Angst und Kontrollsucht nicht erkennt, das ist fatal. Ja. Jetzt müssen wir angesichts der Zeit nochmal das Stichwort Bandbreite. Bandbreite ist für mich ein sehr viel intelligenterer, sinnvollerer Ansatz, um zu einer Handlungsfähigkeit zu kommen, als wenn ich jetzt darüber philosophieren würde, was man jetzt braucht, nicht braucht, was die Darmschleimhaut aufnehmen kann, nicht aufnehmen kann, was jetzt Gift ist, was nicht Gift ist. Es gibt eine ganze Reihe von, selbst beim heutigen Kenntnisstand schon, in der konventionellen Biochemie, Mineralien, die man als im allgemeinen Verständnis als hochgiftig bezeichnen würde, wie beispielsweise Strontium. Strontium, ein radioaktives
Element kennen wir vielleicht bestenfalls aus der Verbindung mit Kernkraftwerksunfällen oder so etwas. Strontium ist aber wichtig für die Härtung unseres Knochens. Und Radium oder Radon ganz genauso. Jetzt nicht für Knochen speziell, aber sind viele giftige Mineralien, die für uns außerordentlich wichtig sind. Jetzt ist das aber nicht feststellbar, wie viel ich jetzt gerade wovon brauche. Wenn ich mich jetzt darauf konzentriere, meinen Verdauungsbrei, das, was ich esse, optimal mit einer Bandbreite der notwendigen Mineralien, also von wasserlöslichen metallischen Verbindungen über Gesteinsmehlverbindungen, pflanzliche Verbindungen auszustatten. Was übrigens niemand für mich errechnen kann, das kann ich aber erschmecken. Das ist das, was ich mit der Stoffwechselrenaturierung anleite. Nicht irgendein 135.000. Ernährungskonzept, sondern lerne zu erschmecken, was passt. Dann wirst du deinen erschmecken, wie dein Verdauungsbrei letztendlich die optimale Beschaffenheit und Dichte an bestimmten Nährstoffen bekommt. Und dann wird sich dein Körper in Abhängigkeit von deiner psychischen Verfassung, denn die Steuerung des Stoffwechsels funktioniert über die Psyche, das herauspicken, was er braucht. Und dafür immer richtig liegen. Wird immer richtig liegen. Das ist ja auch wichtig. Und dafür brauche ich diesen Begriff der Bandbreite. Ja. Bandbreite bedeutet nichts anderes als zu wenig ist tödlich und zu viel ist tödlich. Paracelsus hat auch schon gesagt, die Dosis macht das Gift. Ja. Und wenn ich Bandbreite, und die Bandbreite ist sehr, sehr groß, ja, die Bandbreite ist natürlich ein tödliches Argument für jedes Marketing, für irgendwelche hochkomplizierten Nahrungsergänzungen und komplizierte jede Standardisierung. Genau. Ja. Ja. Lerne zu erschmecken, wie dein Verdauungsbrei beschaffen sein muss, und du wirst automatisch die passende Bandbreite haben und der Rest geschieht von selber. Man kann es sich beliebig komplizierter machen. Und das, was wir jetzt hier im Schnelldurchlauf gemacht haben, kannst du alles aus der Natur ableiten. Also dafür brauchst du kein bisschen zu spekulieren, zu meinen, zu vermuten oder zu diskutieren. Selber herausfinden und machen. Selber herausfinden und machen. Ja. Tun. Richtig. Das, was du gesagt hast, mit der in die Verantwortung gehen und nicht die Gesellschaft im Außen, sondern im Innen mit den Veränderungen zu starten, es wiederholt sich diese Erkenntnis. Spannend in dem Fall und nach deiner Analyse eben der Zusammenhang, den ich eben mit ganz bestimmten Stoffen habe, die aus welchen Gründen auch immer, das wäre dann nochmal ein ganz eigenes Thema, zunehmend weniger zur Verfügung stehen und mit den entsprechenden Konsequenzen sicherlich auch. Du hast den harten Begriff der Verblödung angesprochen, auch mit Auswirkungen, gerade so in, ich sag mal, den letzten 20 Jahren oder sowas, 30 Jahren, bei denen man feststellen kann, was hier auf diesem Planet Menschen antun. Mhm. Wo du sagst, also das ist etwas, was sicherlich eine gewisse Verblödung grundsätzlich erstmal voraussetzt, bevor ich so weit bin, solche Sachen zu machen. Und insofern ist das dann natürlich auch der ganz wichtige Hinweis, wie ich mal jenseits von irgendwelchen Marketingüberlegungen auch etwas tun kann für den gesamten Planeten und für die gesamte Menschheit. Ja. Ich sage ein ganz herzliches Dankeschön. Ein sehr spannendes Thema und ein Thema, wie wir ganz zum Schluss festgestellt haben, was wir erschmecken und dann einfach tun müssen. Und dafür stehst du ja in besonderer Weise, für die Einfachheit, für die einfachen und kurzen, knappen Lösungen, die es tun. Und insofern hätte ich jetzt irgendwie auch kein anderes Ergebnis mir erwünscht und erwartet, weil es eben viele Dinge nicht kompliziert sein müssen, sondern eben sehr einfach gehen. Unbedingt einfach. Okay. Gut, ganz herzliches Dankeschön. Liebe Zuschauer, ich will auf zwei Publikationen von Ulrich Mohr hinweisen. Elektrizität, unsere wahre Nahrung. Und natürlich, ich habe das ja ganz zum Schluss angesprochen, Simplonik,
die Lehre von der Einfachheit ein Standardwerk, in diesem Zusammenhang, was es in dieser Form so nicht noch mal gibt. Insofern, wenn man sich einfach mit dieser Philosophie oder diesem gedanklichen Ansatz befassen will, ein unbedingtes Muss. www.menschenverstand.net ist die Internetseite, mit wie immer weiterführenden Informationen, Möglichkeiten, diese Publikationen zu bestellen, aber eben auch Seminare und Veranstaltungen zu erfahren, Termine zu erfahren. Insofern auf jeden Fall da auch mal einen Blick drauf werfen und dann, wie wir zum Schluss so schön gesagt haben, ins Tun kommen. Wie immer ein herzliches Dankeschön für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.